unserer komplizierten Welt gibt es Berufe, die von uns kaum mehr versteht. Zum Beispiel gibt es Menschen, deren Hauptaufgabe besteht, die Milliarden ihrer Kunden irgendwo zu investieren. Für 5 Minuten dann zurück und 1% Gewinn kassieren. Das macht Millionen Menschen arbeitslos und arm und krank und tot. Hat für die Menschheit keinen Zweck und macht die Weltwirtschaft marot. Nur ein paar Reiche können davon steuergünstig profitieren. Und niemand wird sie dafür jemals vor den Strafrichter zitieren. Sie werden reicher und sie geben nichts mehr her. Sie haben Yachten, Jets und Villen, haben sogar ihr eigenes Heer. Man könnte meinen, diese Kerle haben uns einiges voraus. Aber wir sehen besser aus. Und von den großen reichen Tieren sind manche schlau genug, sich zu organisieren. Sie gründen seltsame Vereine, um den Markt zu kontrollieren. Und sie verhandeln offiziell, als ob sie offiziell was wären. Dabei hat niemand sie gewählt, also warum auf sie hören, denn Firmenbosse denken klarerweise nur an den Profit. Aber warum reden die dann beim Gesetze machen mit? Da glaubt doch kein erwachsener Mensch, dass die für uns was Gutes tun. Sie formieren nur ihre Macht von einer Horbes Kamerun. Es läuft auch raus, dass die dann alles kontrollieren. Denn wenn man alles in der Hand hat, kann man keinesfalls verlieren. Und wer so klug und fleißig ist, lebt verdient ins Haus und Haus. Aber wir sehen besser aus. Wir sehen besser aus als sie. Sind nette Menschen mit Moral und Fantasie. Was geschieht, verhalten sich in letzter Zeit zunehmend seltsam, wie man sieht. Sie ziehen sich gerne mal zurück, verwenden oft das Wort privat, lassen den Markt die Arbeit tun, zerstören Stück für Stück den Staat. Und auch die Armen und die Kranken sollen sich bloß nicht viel erwarten. Die sollen nur selber auf sich schauen, zugunsten guter Wirtschaftsdaten. Man hat den Eindruck, Politik ist nur ein Teil der Industrie. Obst damit liegt ja profitiert, ach so genau weiß man das nie. Doch man muss sagen, das System ist schlau gemacht. Die Party da, die Fans, die haben sich das gründlich ausgedacht. Für diese ausgefuchste Schlauheit spenden wir auch gern Applaus. Aber trotzdem sehen wir besser aus. Ja, manche Leute sind gescheit und holen sich